Hallo zusammen, wir sind heute für euch auf dem Glockenfest in Ohrenbach. Wir haben nachgehakt, wie das Glockenfest überhaupt entstanden ist und bei den Besuchern nachgefragt, warum es nach 35 Jahren immer noch ein absolutes Highlight in der Region ist. Viel Spaß! Hallo zusammen, ich bin der Jonas von der Hütte Freunde Ohrenbach. Wir haben hier das Glockenfest und heiße euch alle herzlich willkommen. Jonas, was erwartet die Besucher beim Glockenfest? Wir haben ein rundum sorglos Paket hier. Es fängt an, ja, mit dem Sportplatz, den wir neu gestaltet haben tatsächlich dieses Jahr. Da gibt es ein Gerümpelturnier und dann ist es natürlich das Festbetrieb hier mit Festzelt, mit Bühne, mit Tillstand, Getränke, Essen etc. pp. Weinlaube und Bar darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Sonntags haben wir immer ein kleines Programm. Das heißt Spielestraße für die Kids und dann noch verschiedene Auftritte auf der Bühne und dann lassen wir langsam auch sicher den Abend ausklingen. Das klingt ja himmlisch. Woher hat das Glockenfest seinen Namen? Wir hatten jetzt 2 Jahre Pause, deswegen 33. Glockenfest, aber vor 35 Jahren das erste. Damals noch vorne in der Ortsmitte tatsächlich Glockenfest, wo denkt man, ja. Aber die Glocke von Ohrenbach war damals renovierungsbedürftig, ja, und dazu hat man Geld gebraucht. Und deswegen hat man Fest veranstaltet, um einfach das Geld zu generieren. Und ja, das hat man dann halt fortgesetzt. Und jetzt, 35 Jahre später, sind wir hier. Zwar nicht mehr wegen der Glocke, aber einfach um Spaß zu haben. Schön, dass ihr die Tradition erhalten habt. Ja. Und was machen die Hüttenfreunde? Also woher kommt der Name Hüttenfreunde und was ist bei euch so los? Ja gut, die Hüttenfreunde Ohrenbach, wir sind ein Verein, ja, ein e.V. Wir haben quasi verschiedene Veranstaltungen das Jahr über, verschiedene kleinere Feste auch. Wir haben ja eine kleine Hütte, wo man mal zu Besuch kommen kann. Und dementsprechend sind wir sind viele Mitglieder und haben verschiedene Aktivitäten. 5 Jahre Glockenfest, wie viele Jahre bist du schon da? 35 Jahre. Wie viele Jahre bist du schon dabei? Genau. Dabei, also klar, als Jugendlicher und sowas beim Aufbau immer ein bisschen helfen. Irgendwann tritt man dann mal in den Verein ein, sage ich mal. Ja. Und dann bin ich in den Vorstand gekommen tatsächlich und seit fünf, sechs Jahren erster Vorsitzender. Genau. Was ist deine lustigste oder besonderste Erinnerung ans Glockenfest? Das war tatsächlich am 30. Glockenfest. Wir haben da ein wenig Jubiläum gemacht, klar. Und da hatten wir Freitagabend ein Auftakt, ja, ein Festauftakt, auch mit Stefan Neumann damals schon. Und da haben wir richtig cooles Drumherum, sage ich mal. Da haben wir ein paar Spiele gemacht und ein paar lustige Sachen. Und das war eines der Highlights, klar. Was war am lustigsten? Wir haben verschiedene Menschen zusammengenommen und haben die Leute gefragt, wie viel die zusammen wiegen. Ja? Und dann haben wir die, hier hinten ist eine Viehwaage, und dann haben wir die ganzen Menschen auf die Viehwaage drauf und haben das dann gewogen und wer da am nächsten dran war. Ja. Hey, cool. Noch eine Frage, Jonas. Was unterscheidet das Glockenfest von anderen Festen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Alleinstellungsmerkmal, wir sind hier relativ zwar eng, beengt beieinander, ja, aber dafür relativ langgezogen. Ich denke einfach, das Ganze, ja, mit der Weinlaube, die wir extra haben, und freitags haben wir immer DJ da, oder was heißt immer, ja, seit ein paar Jahren, samstags dann eine Band, und hier sind alle herzlich willkommen und fühlen sich ja wohl. Ja. Wie viele Leute waren denn geschätzt gestern am Freitag da? Gestern war tatsächlich ein wenig mehr los als gedacht, beziehungsweise als die letzte Glockenfeste. Geschätzt so um die 600, 700 Leute. Ja. Wow, hat das Bier gereicht? Das Bier hat gereicht, klar. Also das sind wir gut, war alles in Ordnung. Ja. Aber deswegen, heute früh haben wir wieder neu bestückt, also es passt alles. Super, ich danke dir, Jonas. Ja, bitteschön. Ich bin der Volker. Und ich bin der Herbert. Seit 35 Jahren gibt es schon das Glockenfest. Wie oft wart ihr schon dabei? 33 Mal wurde es gefeiert, ja, wegen den letzten beiden Jahren. Also, 33 Jahre Glockenfest. Wie oft wart ihr schon dabei? 33. 33 Mal. Was ist die besonderste Erinnerung? Die lustigste oder bewegendste? Alles, jedes Jahr gleich. Ich bin Gründungsmitglied von der Hütte. Und ja, somit hat das Ganze begonnen. Und
Was verbindet ihr mit den Hüttenfreunden? Ich gehe aber zu. Ja, und was macht ihr da? Was ist so Teil eurer Arbeit? Allgemein. Was machen wir? Die alte Hütte ist schön. Ja? Freizeit. Hütte hinter. Könntest du mir mal die Hütte zeigen? Links ist der Versorgungsraum. Die Meister bestimmt. Was gibt's über die Hütte zu sagen? Wenn du sagen, den Satz vollenden müsstest, die Hütte ist für mich? Ja, ich bin Gründungsmitglied und es gehört dazu. Es gehört zu deinem Leben, nicht mehr wegzudenken? Nö, mit Sicherheit. Ich bin der Luis. Ich bin der Robin. Hi. Hi, was ist das Geilste am Glockenfest? Stimmung, Party, geile Leute. Glockenfest, was Glockenfest aus, ja. Die Leute machen Glockenfest aus. Ihr seid beim Team Getränke. Am gestrigen Auftakt, wie viel Bier ging da schon über den Tresen? Schätzungsweise 800 Liter. Ja. 800 Liter. Das ist einiges, das ist eine stattliche Menge. Was ist eure Prognose für die nächsten beiden Tage? Gut, heute war es nochmal stark und am Sonntag auch. Also, ich knacke den Rekord, würde ich mal sagen, für die letzten paar Jahre. Ja. Was war der Rekord? Vage Schätzungen, also ich sag mal 3000 Liter, aber es sind auch nur vage Schätzungen. 3000 Liter, davon kann man sich mehr als eine Glocke kaufen. Ja. Ich bin Steffi und ich bin die Sonja. Wie ist die Stimmung auf dem Glockenfest? Wie immer echt geil. Was ist das Besondere am Glockenfest? Was ist das Besondere hier? Man trifft die Leute, die man die ganze Zeit nicht gesehen hat, jetzt über die blöde Corona-Zeit. Es ist wieder Stimmung, gutes Essen, gutes Getränk, alles was man braucht. Ich bin Lara. Wart ihr gestern schon bei der Eröffnung des Hüttenfestes? Ja. Und wie war es? Erzählt mal. Mega gut. Richtig gut. War richtig geil. So viel los hier und es war echt cool. Perfektes Wetter. Hat gut gepasst. Und was ist das Besondere an der Party Glockenfest? Also was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Alles. Nee, die ganzen Leute. Man trifft einfach alle und die Gemeinschaft. Das ist der Rhyme. Man kennt alle, weil wir ja auch von hier kommen. Könnt ihr euch ein Ohrenbach ohne Hüttenfest vorstellen? Nein. Ganz gerade. Und eure lustigste Erinnerung an das Glockenfest? Ich habe mal mein Handy verloren und wieder gefunden. Ehrlich? Wie kam's? Zufällig oder hat jemand geholfen? Keine Ahnung. Dummheit wahrscheinlich. Und ihr Mädels? Ja, ist einfach toll. Time laufen. Wir schreien nämlich immer Amrichs läuft, weil wir aus Amrichs Haus kommen. Und dann stehen wirklich echt 10, 20 Leute auf und dann laufen wir zusammen heim. Wie cool. Das ist schön. Also ein richtiges Gemeinschaftsgefühl hier. Ja, das ist einfach cool. Von jung bis alt. Markus. Gloria. Frank. Sandra. Bettina. Hallo zusammen. Ich habe mir gerade schon sagen lassen, was beim Glockenfest passiert, bleibt auf dem Glockenfest. Aber welche lustige Geschichte wollt ihr uns trotzdem erzählen? Ja, Glockenfest ist einfach Pflichtprogramm. Wer es kennt, den zieht es immer wieder her. Einfach Pflicht, wenn du von hier um die Umgebung kommst. Und ja, nach der Zeit jetzt durch die Pause wird es wieder Zeit, dass es andersrum geht. Was habt ihr am meisten vermisst während der Pause? Lilly. Und was macht das Glockenfest so besonders? Die Atmosphäre. Also ich kenn's nicht. Ich auch nicht. Ich bin sehr schön. Die Atmosphäre, die Leute,
ja, ländlich, einfach wir lassen uns ländlich, geil, fest. Ländlich und gemütlich. Genau. Einfach, ja, so wie ich fest sein muss. Ja. Ich war vor 30 Jahren mal hier, aber wie haben gucken, weiß ich nicht mehr. War es ein gutes Fest? Auf jeden Fall, klar. Wart ihr gestern schon bei der Eröffnung? Nee, gestern leider nicht. Aber ja, heute umso mehr. Was wolltest du gerade noch sagen? Der Kumpel ist mal hier rumgelaufen. Ich glaube 30 Kilometer von dem Fest. Weil er früh keinen Fahrer mehr gefunden hat. In der Bar auf einmal war er da. Ja, er ist halt rumgelaufen. Und ich glaube, nach 25 Kilometern, die letzten 5 Kilometer, ist noch ein Auto gekommen. Und hat dann doch voll schon wieder umgenommen. Dann hat er zu ihm gesagt, nee, die 5 läuft jetzt auch noch. Also war das Fest die 30 Kilometer wert? Definitiv, ja. Er wird wiederkommen, hat er gesagt. Ich hoffe, ihr müsst heute keine 30 Kilometer nach Hause laufen. Quatsch. Ein guter Tipp an die Männer, wenn sie heiraten wollen im Ehevertrag, Mann fährt hin, Frau fährt heim.